So, hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft und von unserem Projekt, dass wir eine Achterbahn bauen wollen. So, dafür nehmen wir normale Kolben, klebrige Kolben. Den können wir vielleicht noch brauchen. Dann können wir vielleicht noch sowas brauchen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht noch Ventilatoren. Vielleicht noch eine Fackel. Ein bisschen Redstone ist nie verkehrt. Vielleicht dann doch noch eine Sensorschiene. Die haben wir nämlich auch nicht mit. Nein. So. Letztendlich müssen wir das haben. Eins tiefer sogar noch als der hier. Da unten. So, und die hier unten müssen dann zeigen nach oben. Wenn hier jetzt noch einer drauf ist, der ausgefahren ist, wäre der oben. Okay, das müssen wir da nicht. Dann machen wir einfach zu. Da auch. Ich schätze mal, wenn wir drei Stück machen, das sollte reichen. Ich hoffe. Hier müssen wir doch eine machen. Achso, hier ist eine. Drei Stück müssen schon reichen. Nein, hier müssen zwei schon reichen, oder? Ist ja jetzt die Frage. Ich meine, die kommen ja dann. Achso, nee. Okay. Ich bin ja doof. Pass auf. Die kommen ja dann ganz weg. Kommen ja ganz weg. So. Das heißt, wir müssen hier eben einen Weg nach unten machen, damit wir auch unten dran kommen. Au. So, der kommt ja weg. Vergaß das ja, ne? Logischerweise kommt das ja weg. So, das heißt, die werden sogar noch seitlich weggezogen. In welche Richtung ist eigentlich egal. Auch in die Richtung machen. Geht zwar unsere Treppe mal wieder kaputt, die wir gerade erst neu haben, aber ja. So bin ich mit der Planung. Sehr sorgfältig und doch alles sehr durcheinander. So. Die stehen da, wenn die ausgefahren sind. Das heißt, wir müssen noch eine Reihe haben. Nein. So. Die dürfen da auch wieder zu. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. So. So. Das heißt, wenn die da ankommen, müssen die hochgedrückt werden. Okay, und die können wir aber auch nicht. Das ging ja nicht, ne? Wenn ich jetzt hier eine Redstone-Fackel hinpacke, dann geht das nicht, ne? Ach ja, leck mich. Oh ja, aber wenn ich die jetzt. Ne, das geht nämlich nicht. Der muss dann nämlich kurzzeitig ausgehen. So war das. Das heißt, das können wir nämlich nicht machen. Ich muss immer wieder neu überlegen, wie die Technik immer so war mit den Kolben, ne? Also so, dass es auch am gescheitesten ist für uns.
So, im Prinzip, wenn wir da jetzt einen haben und ziehen ihn dahin, zieht er den zurück. Achso. Dasselbe müssen wir da nochmal haben, sonst passt das nicht. Ey. Achso, lol. Mal so machen. Warte mal. Wir schieben den eins hoch, dann ist er bündig. Achso, und dann schieben wir den runter und danach ziehen wir die alle zusammen. Ja, ja, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, der kommt jetzt raus. Und das können wir erreichen, indem wir oben drüber die auch packen, dann sind die auch weg. Okay, das haben wir ja verstanden. So, das packen wir weg. So, jetzt haben wir die Dinger da. Okay, perfekt. Als erstes müssen wir hier mal ein bisschen mehr Platz haben. So. Letztendlich können wir das so regeln. Da kommt überall das hin. Und unten auch. Dann müssten wir aber unten einen Verstärker reinbasteln, ne? Wie war das denn noch? Jetzt bin ich wieder total auf dem Schlauch, weil ich schon so lange mit Redstone wieder nichts gemacht habe. Ist der Wahnsinn. Das, was wir machen könnten, wäre der und die dahinter und dahinter jetzt tiefer und die dahinter. Na, jetzt gehen ja beide, alle gehen zusammen. Richtig? Richtig. So, und die könnten wir jetzt ansteuern. Mit dementsprechend denen. So, und die könnten wir dann so, wo ist der? Da. So, und der bietet ja nicht wahr? Es ist wahr. Okay, jetzt ist da aber noch kein Kondensator zwischen und es ist sehr spät, ne? Und es ist falsch rum. Gut, mit dem falsch rum ist nicht das Problem. Moment. Der ist an, der geht aus. Das ist zu. Aber wenn er da drüber geht, müssen die doch dann. Warte mal. Doch, dann ist das ja richtig rum. Dann ist das richtig rum. Dann müssen wir hier nur einmal eine Verstärkung einbauen. Ein
Kondensator. Was können wir machen? Hey, lass mal einen Stein laufen. So. Es ist immer wieder dasselbe. So ist richtig. So, das heißt, wenn ich den jetzt wegmache, dauert es eine ganze Ecke, dass weg ist. So, das heißt, hier hinter werden wir den noch verstärken. Hier an dieser Stelle werden wir den verstärken. Davor werden wir den hier verstärken. Sicher ist sicher. Dann können wir nämlich da einmal wegmachen. Und dann dauert es nämlich relativ lange, bis er wieder scharf ist. So. Ah, ich habe zu viel Dreck mit. So. Jetzt ist zu. Und jetzt ist für uns wichtig, dass wir jetzt nochmal ein Signal haben. Am besten dieses. Ich kann nur das hier nochmal klonen. Das ist ja dann schon verzögert, ne? Nee, das darf nicht. Das sollte ich auch machen. Okay. Ist das richtig? Ja. So, das heißt jetzt im Moment müsste eigentlich zu sein. Das ist richtig. Das heißt, wir können alles so zumachen. Wenn ich jetzt da eine Lore drauf stelle, geht sie runter, aber nicht zur Seite. Das heißt, der geht zu schnell. Ist es hier noch Strom drauf? Irgendwo findet hier eine Fremdbepaarung statt, die nicht sein sollte. Da ist die sogar immer noch. Das heißt, so. Jetzt ist das zu.
Das reicht nicht. Der ist nach oben und die sind zumindest schon mal unten. Warte mal, der kriegt den Strom nicht mehr, ne? Ja. Kriegt den Strom nicht mehr. Der kriegt den Strom nicht mehr. Das heißt, wir müssen das Signal hier einmal verbessern. So, wenn wir den hier aber jetzt noch langsamer machen, dann haut das zeitlich nicht mehr hin, glaube ich, mit dem. So, zu ist das. Mal kurz gucken. Nee, das reicht noch nicht. Das heißt, die gehen da runter. Also, der fährt da drauf und dann kommt hier der Strom an. Das heißt, die fahren langsamer. Achso, nee, die müssen ja den Strom wegnehmen, ne? Und das Wegnehmen läuft ja genauso gleich schnell, ne? Nee, wenn da einer drüber fährt, fährt der dann darüber. Der bepowert die dann. Die gehen dann aus. Und ziehen den dann zurück. Aber vorher müssen die ausgegangen sein. Und warum hat das nicht funktioniert? Nein! Wo ist er denn jetzt? Der ist jetzt hier irgendwo. Der ist jetzt hier irgendwo. Der backt jetzt hier irgendwo drin. Dauert jetzt ein bisschen und irgendwann ditcht der da raus. Zack. Weg damit. So. Das sieht gut aus. So, das probieren wir jetzt aus. Ob das zeitlich auch hinhaut. Nein! Geil. Ja? Ich würde sagen, das sieht ziemlich geil aus. Und jetzt ist hier auch schon wieder zu. Perfekt. Das heißt, hier können wir dann alles zumachen. Jetzt im Moment lassen wir das sogar noch so, weil wir dann hier schneller raus und rein können. Hier können wir aber schon mal ein ganzes Stück zumachen. Dann haben wir jetzt eine wichtige Technik gemacht. Achso, ja, das ist doof, dass wir hier alles zumachen, ne? So, dann haben wir da eine wichtige Technik gemacht. Und es sieht einfach schnieke aus, würde ich sagen, oder? Achso, mir gefällt's. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge unten weiter. Dann wir müssen ja gucken, dass wir da wieder rauskommen. Und wir wollen vielleicht in der nächsten Zeit vielleicht irgendwann mal was mit Wasser da einfügen. Ich bin mir aber noch nicht genau sicher, wie wir das machen. Müssen wir mal gucken. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, weitermachen. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.